Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute geht es mal um Karte und Kompass. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Die meisten Menschen benutzen heute Telefone, Smartphones, um zu wissen, wo sie gerade sind und um zu navigieren und, und. Also da gibt es einen Haufen Programme, die da drauf sind, und so ein Telefon hat ein GPS-System eingebaut oder ein GPS-System und kann einem sofort zeigen, wo man steht. Der Vorteil von diesen kleinen Dingern ist natürlich auch, dass die ganzen Karten eingebaut sind. Das heißt, ich brauche keine einzige Landkarte. Ich habe hier alles drin und alles in hoher Auflösung. Und egal, wo ich bin auf der Welt, ich kann einfach irgendwo in den Browser gehen und sagen, guck doch mal, wo ich hier gerade bin. Und dort sind Wege eingezeichnet, Straßen, und man findet eigentlich fast alles. Und man hat sogar noch Satellitenfotos. Also besser kann es gar nicht gehen. Aber was ist eigentlich, wenn so ein Ding mal ausfällt? Es gibt verschiedene Kompassarten. Ganz bekannt sind der Kartenkompass, der Marschkompass und eine Kombination aus Karten und Marschkompass. Das ist quasi ein Kartenkompass, der einen Spiegel dran hat. Der Kartenkompass ist vor allem für die Kartenarbeit, also die Arbeit auf der Karte, sehr gut geeignet, weil er hat eine durchsichtige Platte unten und da kann ich die Karte weiterhin lesen schön. Und ich kann mit diesen schönen Anlagekanten eben zum Beispiel die Karte einordnen. Das geht damit hervorragend. Das geht aber auch mit dem Marschkompass. Das ist hier ein sehr einfaches Modell. Das ist nicht flüssigkeitsgelagert und das hat auch keine Deklinationseinstellungen und. Also gar nichts, keine Lupe drauf. Das ist ein ganz einfaches Modell, ist halt auch nicht teuer dann. Es gibt auch komfortable Modelle, die sind ein bisschen größer und länger, haben eine Lupe drauf und haben eine flüssigkeitsgedämpfte Nadel, vielleicht noch Edelstein gelagert, und naja, dann kosten die halt ein bisschen mehr, sind aber auch viel schöner in der Arbeit. Meinen Marschkompass habe ich ja schon mal gezeigt, als ich meinen EDC-Pack vorgestellt habe, und der ist hier immer drin. Und das ist ein alter Recta-Kompass, ein DP10, gibt es gar nicht mehr zu kaufen. Aber es gibt den Nachfolger, den DP65 oder den DP6G oder wie die jetzt heißen, so ungefähr. Die stellt Suunto jetzt her. Das ist quasi, die haben die Bauunterlagen oder Maschinen gekauft, keine Ahnung. Jedenfalls sieht er genauso aus und ist auch der gleiche Kompass. Und so ein Marschkompass hat vor allem einen Vorteil: ich kann mit dem Kompass sehr gut peilen. Hier oben ist eine Peilvorrichtung dran, ne? Und ich kann jetzt genau da hinten hin peilen. Und hier unten ist ein Spiegel, der klappt sich hier mit rein. Ja, dann ist das Ding auch durchsichtig, die Rose hier, die Kompassrose. Und dann klappt der hier wieder raus. Hier ist der Spiegel. Und ich kann das jetzt irgendwo anpeilen, das Ziel anpeilen. Da drüben ist ein großes Haus, das peile ich mal an. Der DP10 von Recta hat noch einen großen Vorteil. Der hat noch ein Prisma. Ich drehe jetzt das Prisma zu mir, stelle den genau auf Nord. Das heißt, ich stelle den hier einfach Nord-Süd ein. Und gucke jetzt von der Seite durch und kann durch ein kleines Prisma, hier ist eine kleine Öffnung drin, und da kann ich durchgucken. So ein Marschkompass ist halt besser verpackt und kleiner verpackt. Den kann ich jetzt einfach zusammenschieben. So, und das ist das Band, und dann kann ich mir das umhängen oder in eine Tasche stecken. Die dritte Art von Kompass ist eine Kombination aus einem Kartenkompass, und hier vorne ist einfach ein Spiegel, so ein Deckel drauf, und da kann ich dann deutlich besser peilen, weil ich kann jetzt die Kompassrose drehen und im Spiegel sehe ich genau, ob das eingenordet ist. Das ist auf jeden Fall besser. Neben dem Kompass brauche ich natürlich Karten. Ich habe mal ein paar mitgebracht, weil es gibt unterschiedliche Karten. Und hier habe ich eine topografische Karte in dem Maßstab 1 zu 300.000. Und 1 zu 300.000 ist halt eine Übersichtskarte. Weil wenn ich hier reingucke, dann habe ich aber eine sehr, sehr schöne Übersicht, und die Karte ist auch gut gestaltet, sie ist gut lesbar und alles kann schnell erfasst werden. Meine Lieblingskarte ist die topografische Karte 1 zu 25.000 vom Vermessungsamt. Ja, hier steht jetzt unten Landesvermessungsamt Brandenburg, das ist hier gerade der Spreewald. Topografische Karten zeigen eine Vielzahl von Informationen. Ich habe viele Informationen über Wege, also Autobahnen, Straßen, große, also Bundesfernverkehrsstraßen. Ich habe auch Landstraßen drin, ich habe ganz kleine Straßen drin, aber ich habe auch Wanderwege drin, Radwege und ganz kleine Wege. Und das ist das Schöne. Also ich habe auch ganz kleine Wege drin. Wenn sie halbwegs offiziell sind, sind sie hier eingetragen. Und ich habe die Geländeformationen drin. Ich kann zum Beispiel sehen, ist dort ein Wald oder ist dort zum Beispiel ein Moor, ist dort Wasser, kann man da durch? Man sieht das ja ungefähr. Und das Ganze steht dann in der Legende drin und ich kann gucken, was ist dort alles abgebildet auf dieser Karte. Also einzelne Bauwerke sehe ich. Ich sehe Kirchen zum Beispiel, die ganz wichtig sind für die Navigation draußen mit dem Kompass.
und viele andere wichtige Sachen. Ich sehe Hochspannungsleitungen, ich sehe aber auch in einigen Karten sehe ich Windräder mittlerweile, wobei die sich auch verändern können und da kommen neue dazu. Und das spielt natürlich immer die Rolle, wie alt ist die Karte, von wann ist die. In dieser Karte zum Beispiel ist kein Windrad drin, die ist von 1994. In den neuen Karten schon. Ich habe extra mal eine neue Karte ausgedruckt. Man kann sich Karten ausdrucken, wenn man zum Beispiel Open Topo Map benutzt. Dann kann man die über einen Webdienst ausdrucken. Ich verlinke den mal in der Videobeschreibung und kann sich einfache Karten herstellen. Und die ich gleich benutzen werde, habe ich einfach ausgedruckt und für die Arbeit hier draußen mal einlaminiert. Es gibt zwei wichtige Einsatzgebiete für Karte und Kompass. Zum einen möchte ich genau wissen, wo ich bin. Das heißt, ich will meinen Standpunkt feststellen. Und zum anderen möchte ich vielleicht irgendwo hin und möchte gucken, wie komme ich da hin, in welche Richtung muss ich laufen. Also die beiden wichtigen Sachen, die sollte man auf jeden Fall wissen und die werde ich jetzt mal kurz erläutern. Wenn ich meinen Standpunkt feststellen will, dann ist immer die Frage, wo habe ich mich gerade befunden, in welchem Gebiet. Das heißt, habe ich dafür überhaupt eine Karte mit? Ich denke mal schon, weil ich bin ja losgerannt und habe die Karte hoffentlich mitgenommen. Und auch einen Kompass. Und wenn ich eine Weile gewandert bin und ich weiß nicht mehr, wo ich bin, dann versuche ich, Bezugspunkte zu finden. Und Bezugspunkte können unterschiedlicher Art sein. Zum einen können es sichtbare Punkte sein, die ich irgendwo sehen kann. Ich sitze jetzt hier an der Küste und ich gucke jetzt in die Richtung und sehe da hinten einen Mast. Ja, ich sehe ja hinten auch, das ist das Land zu Ende. Ja, ich bin ja auf einer Insel und da vorne ist so eine Landzunge und da gibt es ein Ende von der Landzunge. Das ist ja auch so eine Landmarke. Und wenn ich jetzt hier rüber gucke, dann sehe ich da ein großes Haus und da drüben noch so ein großes Haus. Zwei große Häuser sehe ich da. Vielleicht sind die auch eingezeichnet. Da hinten sind ein paar Windmühlen und wenn ich weiter gucke, habe ich da hinten einen großen Funkturm und wenn ich dahin gucke, habe ich drei Kirchen. Die zweite Art von Bezugselementen sind Linien. Das können Wege sein, die können gerade sein, die können aber auch wellig sein. Das können Flüsse sein, das können Ufer sein. Ich habe jetzt hier ein Ufer und ich habe jetzt quasi eine Bezugslinie, die man oft auch Auffanglinie nennt. Wenn man nämlich gar keine Linien hat und nicht sehen kann mitten im Wald, dann läuft man so lange in eine Richtung, möglichst in eine Richtung, die sinnvoll ist, die ich ja vorher mit dem Kompass bestimmen kann, dass ich auf eine Auffanglinie treffe. Dann habe ich eine Bezugslinie. Eine Auffanglinie könnte eben eine Straße sein, ein Fließ sein, eine Waldkante sein, falls sie noch existiert. Wenn die Karte neu ist, wird sie existieren. Ein Wald kann auch mal gerodet sein, dann ist er weg. Dann kann ich von dort aus einen zweiten Bezugspunkt finden. Ich habe ja jetzt meinen Kompass und kann jetzt gucken, in welche Richtung geht diese Linie und gehe entlang dieser Linie zu einer anderen Auffanglinie und dann habe ich eine genaue Position. Wenn ich aber Sicht habe, brauche ich das nicht machen. Dann kann ich Bezugspunkte suchen in der Gegend und kann die anpeilen. Und das nennt sich dann Kreuzpeilung. Und das möchte ich jetzt einmal machen. Bevor ich jedoch eine Kreuzpeilung machen kann, muss ich meine Karte einnorden. Das ist die einfachste Methode. Es gibt noch andere Methoden, aber wenn ich die vorher einnorde, dann geht das am einfachsten. Die Karte norde ich folgendermaßen ein. Ich nehme meinen Kompass, egal welchen, und stelle den in Nord-Süd-Richtung und legt den Kompass einfach darauf, an irgendeine Kante in der Mitte oder an der Seite, spielt keine Rolle. Hauptsache eine Kante in Nord-Süd-Richtung. Die Karten sind immer so ausgerichtet, dass oben Norden ist. Das heißt, jetzt drehe ich die Karte so lange, bis der Pfeil genau in Richtung Norden zeigt. So, jetzt habe ich genau Norden. Ich lege mir die jetzt hier auf die Knie, das reicht vielleicht, um festzustellen, wo ich hier bin. Ja, ich lege die normalerweise lieber auf den Boden, aber jetzt filme ich gerade. Ich lasse das mal auf den Knien liegen. Jetzt ist die Karte eingenordet. Jetzt suche ich mir Bezugspunkte. Und ich habe vorhin ja schon gesagt, da hinten ist ein Bezugspunkt. Dort ist ein, das sieht aus wie ein großer Funkmast. Und den peile ich jetzt mal an. Und jetzt drehe ich so lange, bis meine Nadel wieder Richtung Norden zeigt. Das wäre hier. Mit diesem Kompass kann ich natürlich auch anders peilen, nämlich so. Ich stelle die auf Nord und gucke jetzt da durch. Und das sind 329,5 Grad. 329,5. Ich habe jetzt also 330 Grad ermittelt oder 329,5. Und ich lasse das einfach so eingestellt und mache jetzt Folgendes. Ich drehe den Kompass und zwar
lege ich eine Ecke genau bei diesem Mast an, den ich natürlich jetzt auf der Karte suchen muss. Da ist der Mast. Und von diesem Mast drehe ich den Kompass so lange, bis er wieder genau in dieser Richtung steht, dass die unteren Linien mit dem Zeiger übereinstimmen. Mehr braucht man gar nicht machen. Das heißt, ich gucke hier drauf, drehe den so lange, bis der Zeiger übereinstimmt. Und jetzt sieht das Ganze so aus, ja, schräg. Und jetzt habe ich die erste Peillinie. Und jetzt male ich die Peillinie hier drauf. Ich zeige euch das mal. Im Hintergrund seht ihr das. Jetzt habe ich die erste Peilung. Und jetzt suche ich mir eine zweite Peilung. Und möglichst nicht gleich daneben, weil dann ist der Fehler zu groß. Ich suche also mehr da drüben oder sogar da hinten. Ja, wenn ich 90 Grad wäre zum Beispiel, gut, so eine Peilung, da ein und da ein. So, jetzt mache ich die zweite Peilung und dann nehme ich die große Kirche da drüben und da stehen drei nebeneinander, also nehme ich die rechte. Ja, jetzt peile ich wieder, drehe die Rose so lange, bis es passt und lese 211 Grad ab. Das heißt, ich mache wieder Folgendes, ich lasse es so eingestellt, gehe jetzt mit dem Kompass so darauf, auf die Kante wieder und drehe von der Kirche an der Ecke, eine Kompassecke auf die Kirche und drehe den Kompass so lange, bis er wieder gerade ist. Ich zeichne diese Linie jetzt hier ein. Also von der Kirche zu diesem Punkt 211 Grad. Ich gucke nochmal so nach. Ich stelle mal nochmal um. Grad. Die zweite Linie habe ich auch. Wenn ich jetzt genauer sein will, dann nehme ich eine dritte Linie, dann kann ich meinen Fehler eingrenzen, den ich gemessen habe. Jetzt nehme ich mal als dritte Linie irgendwas da vorne. Das große Haus. Ich sehe da drei große Häuser, drei sehr große und ich werde mal das mittlere Haus nehmen und das mittlere Haus, das mache ich gleich hier, hat genau 256 Grad. Ich überprüfe das nochmal so. 256 Grad. Immer schön gerade halten dabei. Jetzt habe ich drei Linien und die drei Linien kann ich jetzt verbinden. Also die muss ich wieder ansetzen an dem Haus, was ich hier sehe in der Mitte. Schieb das hier rüber, dass es wieder waagerecht ist und ziehe die dritte Linie. Jetzt habe ich drei Linien und die drei Linien schneiden sich fast. Da ist ein ganz kleines Dreieck und das ist quasi mein Fehlerpunkt. Dieser kleine Bereich, mein Fehlerdreieck. Und genau in diesem Dreieck befinde ich mich. Jetzt weiß ich genau, wo ich an dieser Küste bin. Die Küstenlinie bräuchte ich gar nicht. Die hätte ich schon mit dem ersten. So, jetzt habe ich eine Kreuzpeilung gemacht mit drei Bezugspunkten und jetzt habe ich meinen Standort genau ermittelt und ich muss nicht mal wissen, wo ich war, also auch gar keine Auffanglinie, gar nichts. Nun bin ich aber hier genau am Ufer. Das heißt, die zweite Möglichkeit ist, ich habe eine Bezugslinie und weiß, dass es diese Bezugslinie ist. Ich weiß zum Beispiel, hier hört die Insel auf, ja, und da drüben fängt das Festland an. Also muss ich ja hier irgendwo in dem südlichen Bereich der Insel sein. Und da vorne ist eine große Brücke und ich weiß hier, das sind so 2 Kilometer oder 3 oder 4. Also hier muss ich irgendwo sein. Und wenn ich jetzt einen einzigen Bezugspunkt messe, dann schneidet der diese Stelle an der Küstenlinie. Und dann habe ich schon meinen Standort. Der ist jetzt nicht so genau, aber der würde vollkommen ausreichen erstmal. Von hier aus kann ich dann weitergehen. Das ist die Kreuzpeilung mit mehreren Bezugspunkten oder mit einem Bezugspunkt und einer Bezugslinie. Der zweite wichtige Punkt ist ja, ich will irgendwo hin und muss nach Kompass laufen. Das heißt, ich will eine Marschzahl haben, um dorthin zu laufen. Das heißt, ich will eine Peilung haben und will wissen, wie ich laufen kann am besten und meinetwegen auch querfeldein oder zum Beispiel mit dem Kanu habe ich das oft. Ja, ich suche irgendwo eine Stelle und sehe das aber nicht genau, weil dort zum Beispiel
auf einem See ein kleines Vlies abgeht. Und ich will mit dem Kanu, ja, jetzt bin ich in der Mitte auf dem See, will ich zu diesem Vlies. Jetzt kann ich Folgendes machen. Ja, wenn ich auf Nummer sicher gehen will, dann schmeiße ich meinen Anker runter. Ich habe so einen kleinen Anker mal mit und schläge das Boot erstmal fest. Vielleicht bin ich auch an einer kleinen Insel oder sowas. Dann hätte ich aber auf der Karte einen Bezugspunkt. Den habe ich jetzt nicht. Jetzt befinde ich mich also irgendwo und lege erstmal meine Position fest über eine Kreuzpeilung zum Beispiel oder über drei Bezugspunkte eine verbesserte Kreuzpeilung. Das heißt, ich weiß jetzt, wo ich bin und auf der Karte sehe ich genau, wo das Vlies ist. Und das Vlies, da will ich hin. Folgendermaßen gehe ich vor, ich habe die Karte eingenordet, ich lege den Kompass drauf und ich drehe den Kompass an der Kante, wo ich bin, zu diesem Vlies. Und jetzt stelle ich die Kompassrose auf meinen Nordpfeil. Jetzt habe ich quasi wieder die Kompassrose und den Nordpfeil in Übereinstimmung gebracht. Und jetzt kann ich hier vorne ablesen, ja, sind genau 338 Grad. Ja? Und jetzt habe ich meine Marschzahl. Das heißt, ich gehe jetzt immer Richtung Kompass. Auf dem Boot würde ich den jetzt einfach festschnallen. Und jetzt würde ich gucken, dass ich immer auf 330 bin. Ja? Ich gucke immer, dass die Kompassnadel mit den Linien übereinstimmt. Ja? Auf dem Boot würde ich einen Bootskompass nehmen, dann so einen kleinen. Aber damit kann ich auch paddeln. Das wäre überhaupt kein Problem. Wenn ich zum Beispiel durch den Wald laufe, dann sehe ich leider das immer nicht. Ne? Also entweder muss ich den Kompass immer vor mir halten und dann immer hinterherlaufen. Oder ich suche mir im Wald zum Beispiel einen Bezugspunkt dort hinten, messe den ein, gehe zu dem Bezugspunkt, gucke wieder drauf, suche mir einen neuen Bezugspunkt und gehe zum nächsten Bezugspunkt. Das heißt, ich gehe immer Stück für Stück für Stück für Stück, damit ich die Richtung beibehalte. Weil sonst laufe ich nachher im Kreis. Das waren die beiden Hauptmöglichkeiten, die ich benutze. Also eine Position feststellen über Bezugspunkte, Kreuzpeilungen, Auffanglinien und so weiter. Und eine Marschzahl zu bekommen, wo ich hin muss, wenn ich nicht sehen kann, wo das ist, wenn ich das nicht weiß, wenn ich im Wald bin. Und dann kann ich mir auf der Karte den Punkt suchen, habe eine Marschzahl und kann jetzt mit dem Kompass dahin laufen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Das war schon wieder heute zu Karte und Kompass. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch natürlich sehr freuen. Und falls ihr kein Video verpassen wollt, abonniert einfach meinen Kanal. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.